Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gartic Phone. Heute mit allen aus dem Team Pete's Meet und hallo. Jules und Andy. Hallo. Ist Luca auch da? Und Luca. Ja. Hallo. Ja, ich bin auch ist der da. Wirklich dabei? Der war doch auch schon in Nordirland, Peter. Ja, jetzt sind's Homer. Das war wirklich bodenlos. Hört ihr gerade Luca lachen? Das war so lustig. Wir mussten sofort an vom dich denken. Vom Eingang aus haben wir den gehört. Und wir spielen heute wieder eine Runde Gartic Phone. Ihr seid hoffentlich ready. Ich leg mal hier los. Start. Ja, wie gut, dass ich mir überhaupt nichts überlegt habe. Okay, weil ich komme gerade vom Klo. Trump verkauft Teppiche auf Bazaar. Was dafür dürfen wir denn jetzt malen? Jay als Fall Guy im Finale. Okay, das müsste ja machbar sein. Finde ich tatsächlich ganz gut. 1, 2, 3. So, und die... Was ziehen wir eben denn an? Eine rote Hose, why not? Das ist Jay als Fall Guy und der greift natürlich nach der Krone. Und hier kommt noch eine andere Hand ins Bild. Ah, wisst ihr was? Die machen wir dann von mir aus in dunkelblau. Damit man quasi die anderen Skins erkennen kann. So, Jay als Fall Guy im Finale. Das ist so eine Bohne mit drei Dingern. Der greift nach der Krone im Sprung. Er hat sie noch nicht gewonnen, aber er ist im Finale. Und jemand anders versucht die auch gerade zu bekommen, aber ist zu langsam. What the fuck? Was passiert denn da? Also rechts ist Martin, Bart, keine Haare. Links Chris. Aber der hat nicht so einen krassen Bart. Aber ich würde mir jetzt einfach mal Chris zuordnen, weinen beim Vloggen. Ich weiß aber nicht, warum sie währenddessen weinen, aber da war noch die Kamera quasi an die guckst, gelbe Vogel. Scheiße, was zum Fick, Alter? Quasi so. Ja, keine Ahnung, Alter. So, und da ist halt der Flügel. So. Und das wird jetzt. Wie haben wir uns denn drauf geeinigt, wie wir Andi malen? Aber die ist ja gelb, stimmt. Wie machen wir Andi noch? Leicht stoppeln? Wir vergessen, wie wir Andi machen. Okay, braune Brille ist jetzt vielleicht nicht optimal, aber Brille, leichtes Stoppeln und Cappy vor allen Dingen. Okay, ja, doch, kann man... Ach du heilige Scheiße, wo sind wir denn jetzt? Brille, Cappy, haben wir gerade gesagt, Andi, oder? Andi will Brammens Joint. Martin fotografiert Bram auf dem Game of Thrones Thron. So, darauf ist Bram mit Weed und dann kommt Fotografieren. So, und dann machen wir hier noch, wie vorhin, fand ich ganz gut, krassen Waden von Martin. Der hat nämlich richtig krasse Waden. Geiles Bild von mir. Ach du heilige Scheiße. Eine Katze tötet einen Vogel. Peter reitet auf Pferd. Jay hat Angst, plattgeritten zu werden. So, da drauf sitzt Peter. Peter heißt krasse Haare und Bart. Reitet auf einem Pferd und Jay hat Angst, was ich so signalisiere, indem ich dann hier noch so Tropfen mache. Huiuiuiuiuiui. Wir sind durch. So, manuell auswählen, vorlesen an und wir starten. Okay, vorlesen an, also. Vorlesen wir an, richtig? Ja, absolut richtig. Hat er nicht mal diese Robo-Stimme? Stimmt. Aber das ist das, was gewünscht ist. Super. Was möchtest du? Trump verkauft Teppiche auf Bazaar. What? Ah, Teppiche. Ja. Ah, ja. Ich glaube, das Teppich ist runtergegangen. Ich wusste nicht genau, wie ich das Teppich... Also alles runtergegangen. Habe ich nie gesehen. Teppiche habe ich nie gesehen. Und Bazaar. Ich glaube, das wird gut. Ach, das was? Ist... Ach, ja. Also das fand ich jetzt auch nicht zu kompliziert von der Vorgabe. Und also, er ist so ein Teppichverkäufer. Naja, also Bazaar, passt das ja wie machst du ein Bazaar, Peter? Ja, wo verkauft man sonst Teppiche? Guck ganz genau, wie man Bazaar macht. Die Leute, die irgendwie Bazaar schreiben in ihre Bilder, sollte man irgendwie bestrafen. Ach so. Okay, aber nur die. Ja. Ja, guck mal. Wow. Der Blick ist aber gut. Das meinst du mit. Also ein Teppich erkennst du jetzt aber nicht. Also keine Ahnung, wie man das so Teppiche malt machen man soll. Also Bazaar, okay. Ja. Teppiche kann man auch aufgerollt malen zum Beispiel. Gucken, was ja, Jay gesehen hat. Ja, ich glaube doch wirklich, dass der Seehund da kann. Donald Trump verkauft im Bazaar Billigware. Okay, die Teppiche. Ja, ey, aber immerhin Trump ist noch da geblieben. Ich muss sagen, das war eines der schwersten Bilder. Ohne Bazaar hinzuschreiben. Ja, ohne Bazaar. Donald Trump sieht aus wie so ein Emo. Was?
Wait, ja, sieht der aus wie Peter? Sieht eher aus wie eine fesche Hausfrau, ja, oder? Also 90% ja, gleiche Merkmale haben. Die Brille oh fehlt. Mein Gott. Ja, Trump hat überhaupt gar keinen Bart. Also ich würde da Peter schreiben, hä, weil das Trump hat einen roten Bart. Der hat doch gar keine Brille. Was? Wieso hat der nein, gar keinen Bart? Nee, Trump hat keinen Bart. Trump hat keinen Bart. Also ich hätte da Peter raus. Hätte hat der roten Bart. Achso, wow. Machen wir das aber jetzt so, dass wir Sachen reinmalen, die hey, sein könnten. Du musst du ja erkennen, Jules. Also, das sind alte Sachen. Also, du bist ja gar nicht orange, du hättest ihn einfach orange machen. Wir gucken einmal, was Bram da gesehen hat, ob der da Donald Trump erkannt hat oder ja. Donald Trump kauft einen Roboter mit Eiscreme-Hut. Wait, okay, Donald Trump ist dazu geworden. Oh mein Gott. Was? Ja. Oh Gott. Echt, ich bin schon. Was? Hey, das. Also, das ist gar nicht. Also, ich würde den Roboter mit Eiscreme und super. Hat blau gesehen. Und weil Andi. Ja, blau, türkis und rot. Also, ich finde, man kann sehr gut erkennen. Man könnte das genau dasselbe, was da vorher stand, kann man jetzt so erraten. Ich bleibe thematisch auf jeden Fall drin. Stimmt. Ja, ja, ey, farblich bist du da voll drin, Andi. Das ist gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Was? Sieht doch aus wie das Logo, oder nicht? Okay. Ja. Nice. Ja, also ich sag mal so, wie das Eis entgegennimmt. Ja, mit also die Bilder ne, sind jetzt nicht ganz unterschiedlich von Chris und von Jules, ne, muss man aber ganz ehrlich schon sagen. Oh, stimmt. Gut. Ich finde aber auch schön, wie freundlich super. Chris Roboter guckt und sogar die Eistüte hält. Ja, natürlich. Der so ist ja zwei ein willenloses... Nimm dieses Eis. Willenlose Maschine. Rede die AfD. Dann hat sich gut entwickelt, finde ich. Ich bin zufrieden. Sepp hat dafür vorgegeben. Peter bufft sich geil mit Andi. Yo. Oh. Okay. Ja. Aha. Also, was nice. Du bist sogar? Guck mal, ich hab sogar ganz viele Füße. Füße. Oh, Peter hat nur 14. Oh, Peter hat nur 14. Ja, deswegen, ja. Das habe ich ganz Gott. Eindeutig gemacht. Ich finde okay, das war leider ein Detail, das ist mir genau entgangen. Es tut mir leid. Peters Haare sind ja voll geil. Aber sind so in Ausnahmeform, ne, in Tütenform sind die. Das ist eins zu eins die gleiche Form. Andersrum. Kann ich auch, schön, dass Peter Anzug beim Rufen trägt anscheinend. Na klar. Nee, das ist ein Schlafanzug. So was ganz Edles. Schwarzes T-Shirt, wie immer. Piet und Andi ziehen sich riesigen Bubarts rein. Nice. Oh Gott. Oh. Aha, ich hab einen Bart. Ja, hatte keine Zeit mehr, hab ich im Controller gebraucht. Ich finde es gut, dass du Peter mit Rechteckform gemalt hast. Ja, die Haare. Ich war jetzt verwirrt, weil ich habe jetzt keinen Bart Betonhaare. Gesehen. Betonhaare. Ach, Entschuldigung. Oh, no. Klar, oh, no. Auf wen kommst du denn dann mit einer Brille? Das bin ich jetzt mal und gespannt. Naja, ich habe dich in der letzten Woche sehr viel mit Brille gesehen. Hä, ich nicht. Was? Ich mich auch nicht. Die nicht ich hab Bram mit Brille gesehen. Ich hab die Brille nicht mal dabei gehabt in Irland. Als ob du hast die Brille auf. Nee. Good job, Peter. Super. Das war Jay. Hast du von geträumt mit Brille oder oh nee, du hattest die auf. Entschuldigung, du hattest die auf, als wir zum Kegeln gefahren sind. Das ist richtig. Ich hatte die auch, als wir zum Kegeln gefahren sind. Sehr viel letzte Woche dazu zu sagen. Ich denke zurück. Ja, zweimal 20 Minuten. Sehr viel letzte Woche. Bram braucht auch eine Brille, kein Bart. Das einzige Argument, was du hättest bringen können, wäre, Joint ist immer Bram. Ja, das sowieso. Also, wie ich sehe, Joint denke ich immer an Bram. Und ja, außerdem aber der hat rote Haare und kein Bart. Und der hat keine roten Augen und kein Bart. Oh, das ist die Andy Warhol-Version. Alle nackt wieder. Ich hab sogar den Vogel in Brams Hand. Ja, mega. Bram. Boah, Alter, sieht Bram aus wie so eine richtige Crack-Hure. Alter Falter, was hat Bram gemacht? Und Andi aber hat einen Code von Bram genascht, ey. Beide nackt wichtig. Beide nackt wichtig. Guck mal, bei dir gibt er die sogar ab. Bei mir wollte der die klauen und jetzt nimmt... Ja, das sieht ja eher so aus, als würde er die abgeben, oder? Sharing is caring, oder? Ich kenne aber schon viele neue Begriffe, ich lerne. Ich wusste nicht, dass man so die Lunte sagt. Richtig nackt. Bin ich gut. Beides am Grinsen sind rote Augen. Ja. Wunderschön. Jules hat vorgegeben.
Brammenstiel Jays Brille und reitet auf bunte Pferd davon. Oh fuck. Was? Oh. Ja. Okay. Oh, fuck. Ich hab was einfach vergessen. Zu malen hat man ja alle. Ich glaube, der Pfeil, der war mal falsch rum irgendwie. Buntes Pferd. Guck mal, ist doch easy zu malen. Bunt gemacht. Ja. Und ich finde, ja, in die falsche Richtung geritten. Stimmt. Oh, du rennst auf Jay zu. Anders interpretiert. Ich verstehe. Noch über Jay rüberreiten einfach. Ja. Peter reitet auf Pferd und schmeißt seine Brillen nach Jay. Okay, ja. Aber ich verstehe, wie du herkommst. Aber wo hast du jetzt Peter daran erkannt? Ja, weil er ja die Brille hat. Ja, aber der hat doch viel gepflegtere Haare. Ja, aber der hatte keine roten Augen und keinen Bubatz, also war ich das nicht. Die Person existiert da nicht, die da gemeint ist. Ja, glaube ich auch. Es gibt Dennis nur bekifft. So nämlich. Anders geht's nicht. Wir sind da jetzt drei Brillen im Bild. Ach, stimmt. Ups. Man muss ja da erkennen, dass das Fehler ist. Das ist wieder, ja. Ich bin das nicht. Upsi. Ich bin auch der Zyklop einfach so eine maßgeschneiderte Brille hat. Das ist von der Seite. Better auf Chat gönnt Jay neue Brille. Ja. Und ja. Durfte Luca nochmal? Genau. Oh, Alter. Alter, wie Martin. Aus er bewirbt ihn. Alter, weißt du, wie das aussah? Das sieht aus wie die Reitzüge vom Pferd. Was? Ja, oh. Stimmt. Ja, okay. Ja, true, true. Okay. Deswegen. Dann habe ich niemals die Brille Peter interpretiert. Peter überfährt Jay dran. Mit Pferd. Ah, schlecht gemalt. Peter reitet auf Pferd. Luca. Jay hat Angst, platt nice. Geritten zu wehr. Dünn. Ja, das durfte ich dann auch nochmal. Alter, dieser Gesichtsausdruck von Jay. Pferd ist aber wieso, wo ist jetzt Jays Brille wieder hin? Ja, die ist ja schon vorher verloren gegangen. Die ist gegangen. Ja von mir geklaut worden. Aber ich muss sagen, das erste Bild, aber man sieht, das wusste gesagt, Peter, genau, ja Peter nicht. Genau, Peter, Peter hat mich ohne Brille gemalt und mit braunen drei Haaren, das bin ich nicht. Warum weiß ich Peter überhaupt blind ein Pferd? Also. Deswegen überfahre ich den ja auch. Das ist ein Blindenpferd. Herrlich. Andi gibt vor. Sven und Martin weinen, weil sie hier nie gezeichnet werden. Oh, das stimmt nicht. Oh, da hat sich vielleicht nicht so ganz entwickelt. Aber ich wollte mal gucken, wie ihr Sven und Martin malt. Ja, okay, Bram gibt vor. Das finde ich interessant. What the fuck? Wer ist denn jetzt Martin? Ja, Martin ist, also Martin ist schon rechts. Und die fetten Waden. Und Sven war schwer. Sven habe ich auch nicht erkannt. Sven sieht aus, als hätte er seinen Bart nur angeklebt. Würde ich auch sagen, Peter hat es nicht erkannt. Chris und Martin weinen beim Loggen. Bei Chris, also Chris verstehe ich zumindest, wo du herkommst. Ja, Martin konnte man aber gut erkennen. Ewig nicht mehr. Ja. Nee, hattest du auch nicht, aber ich dachte, wer denn sonst? Ja, das ist immer so die Frage. Das sieht viel mehr nach Sven aus. Aber wieso, Luca, wieso hat der einen Heiligenschein? Ja, Gott! Hä, hey, ist doch ohne Scheiß, also das finde ich jetzt voll logisch. Ohne ja, Scheiß, Entschuldigung. Also wenn man aber den nicht erkennt, aber der dann, trägt keine also Brille. Ja, deswegen. Keine Brille, ja. Ja, wenn man den nicht erkennt, ist man ein ziemlicher Idiot. Ja. Wow. Das ist auch nicht so einfach bei Lukas Zeichen. Wie er und der heilige Christian weinen. Hä, ja, siehst du? Hä? Ja, ist doch gut. Das ist doch alles gut. Hä, dann hast du doch erkannt. Ich verstehe das nicht. Ich habe trotzdem erst mit dem Heiligenschein nicht verstanden. Jetzt wurde es mir erklärt. Jetzt schäme ich mich ein bisschen und wir können weitermachen. Okay. Die werden erschossen. Okay. Danke. Das erkennt man doch. Mit so einem Turret-Tower, Alter. Ich hätte überhaupt nicht dran gedacht. Martin ist Styler. Martin und Jesus stehen. Ich bin hier ein Idiot. Aber sogar, ja genau, sogar länger Haare. Ja, und ich hab doch eben nicht erkannt. Ich hab nicht so viel noch besser malen. Das war geil. Ich hätte noch Emma dazu malen müssen, glaube ich. Nee. Sie erkennt sich selber nicht. Ja, boah, aber Jesus, bei mir cool, kann man sich erkennen, weil keine Brille da ist. Ach, schön. Okay, wie sieht denn Jesus blond? Ja, das war doch blond.
Ja, ja. Also. Und hat einen Windefeder. Mario sieht aus, als wenn er so ein Gangster wäre, der so eine Maske über der Nase trägt. So, das ist ein Bandana. Mario ist einer von den Daltons. Ja, Jesus hat sogar Löcher in Händen und Beinen. Oh Mann, ey. Das stimmt. Ja, gut gemalt. Ja, aber keine Füße, muss ich sagen. Die sind schon abgeschnitten. Ja. Alright. Luca oh sagt. Jay als Fall Guy im Finale. Ach, was? Das war richtig schwer. Hä? Das bin ich gespannt. War easy. Ich. Also. Ja, voll nice. Den Eierkopf, den ich mit dem Bart auf Eger. Für Fall Guy. Ey, das ist eine Bohne, die nach einer Krone greift. Hä, voll gut. Wie sagt er so ein schwarzes, volles Bärtchen? Braune Haare. Ja, Peter kann sich das nicht merken und auch die Brille fehlt. Warum sieht aus wie Mr. Kartoffelkopf? Weil du keine Braune bist! Die Brille fehlt, nur drei Haare, aber ein brauner könnte jeder sein. Sieht safe aus wie Mr. Kartoffelkopf. Hey, welche Farbe hat Jay denn sonst? Blond. Ach, blond. Ach, blond, Peter. Und was macht der noch nicht so lange? Oder du kannst so? Peter ja immer mit schwarzen Haaren malen. Mal gucken, was er dann sagt. Ja, hast du ihn nicht? Ich knapp mit einem Sprung. Guck mal, easy. Ja, super. Hast du Jay nicht letzte Woche ein paar Mal in Nordirland gesehen, Peter? Nee, den hab ich nicht gesehen. Mit blonden Haaren. Bram war doch mit blond. Brille. Ist gar kein und Jay mal ohne. Ich hab nämlich mal Jays Brille getragen. Ja, okay. Das war okay. Ja, gut. Aber naja, so ein Sprung halt war schwierig. So, mit dem Cowboy-Hut so geil. Okay, ja. bei dem kleinen Gesicht oben links, ja, da ist ja auch keine Brille. Ja, nee, das ist gar nichts, Mann. Ich musste ja zeigen, dass ich das auch bin. Auch andere zu finden, weil das ist, ja. Ihr seid Einzige, einfach nur doppelmoralisch unterwegs. Nee. Wieso hast du dir denn so einen Hut aufgesetzt, anstatt einfach dein... Hey, die haben doch immer irgendwelche lustigen Gadgets auf. Ja, mach dir doch einfach selber drei Haare. Ja, Peter, du sitzt hier gerade im Glashaus. Jetzt schmeiß mal nicht mit den Steinen. Warum sollte ich mir denn selber Haare machen? Ich spiele doch gar nicht. Ich bin doch gar nicht Haare, die Bohne. Ja, ich spiele die Wände. Als Among Us-Figur bei Tabalunga TV an und gewinnt. Okay. Ja, aber jetzt zur Verteidigung von Jay ist man hatte Andi als nächstes. Aber warum muss ich denn den hinter mir haben, der keine Ahnung hat von Videospielen? Oh Gott, Christian. Ich dachte, das wäre das von... Ich wusste überhaupt nicht, was Tabaluga TV sein soll. Ich dachte, das wäre das von Arctos. Das sind die Eischollen. Ich wollte gerade sagen, ich muss auch an dieses Arctos-Spiel jetzt denken. Ja, ihr seid so alt. Ihr seid so alt, Alter. Ja. Ich möchte nicht mehr geschafft. Ich möchte nur mal ganz kurz erwähnen, dass ihr alle sehr alt seid. Ja, und jetzt kannst du sagen, was ich gesehen habe. Keine Brille. Jay gewinnt gegen Tabaluga im Duell. Habe ich nämlich auch gesehen. Als wenn du Tabaluga kennst, okay. Das lief doch auf Sat.1 und nicht auf RTL. Oder also nicht auf der Kleine mit gesagt, Kleine mit der Warze hat doch den Titelsong gesungen. Ich kenne das nicht. Achso. Ich musste googeln, was Tabaluga, also die ganze. Du Scheiße! Alter, das Riesenmoskito ist getötet. Alter. Ich habe erst im Nachhinein fiel mir die Serie wieder ein. Alter. Und deswegen war ich unten. Mein Gott, aber wie sich duelliert. Ey, falsch ist es nicht. Falsch ist es nicht. Der zweite Auge auf dem Mund? Ja, das soll die Nasenlöcher sein, weil er so eine Schnute hat, wie so eine Drachenschnute halt. Also vorher habe ich auch schon die Flügel abgeschnitten, damit Tabaluga nicht mehr wegrennt. Durch ihr wegfliegen kann. Ja, das heißt, wenn du dich ja wegrennt, hast du die Flügel abgeschnitten, genau. Ja. Zumindest Jay hat sich durchgezogen. Jay ist Folger im Finale zu diesem Bild. Das ist halt schon awesome, muss ich sagen. Okay, Jay jetzt hat vorgegeben. Ein Tiger frisst einen Raben. Oh. Hä? Ja, ja, okay. Football. Das war doch easy. Football. Wie Football? Stimmt, wie Football. Football. Oh, das ist Football-Witz. Okay. Ja, mega. Ja, reicht doch. Mann, war das lustig. Reicht doch, ich verstehe den Gag nicht. Das war gut gemacht. Hast du das erkannt? Ja, das ist perfekt. Ich glaube, das hatte ich erkannt. Ja, als hat anderes okay. Greift einen Raben an und verletzt ihn. Verletzt. Aber das sieht ja, verletzt aus, als mehr Blut auf dem Boden als er. Also wenn der Rabe hat bei dem Raben zu viel Zeit gelassen. Alter, das sieht aus, als ob du eine proktologische Untersuchung machst. Herr Tiger. Aber das ist doch eher jetzt ein Rabe und eine kleine Katze, oder? Das ist doch kein Tiger mehr. Ja, ich hab einfach ganz simpel. Oh, ja, cool, dass Luca danach dran war. Einfach simpel. Der Katze fängt Vogel. Oh, nice. Ja. Ah, Tiger ist eine Katze. Ja, genau. Ganz simpel.
Ja, da dachte ich dann auch, okay. Der sieht erst wie Nutnut. Einen Vogel. Ja? Gar nicht tot. Ich finde schön, wie wir denn zurückgekommen sind. Alter! Oh, 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 oh. Das ist wieder Andi! Das ist wieder Andi! Der Kopf ab ist, das impliziert das eigentlich schon genug. Das ist schon okay. Ey, aber ein Tiger frisst einen Raben. Ich finde, das kommt jetzt schon hin am Ende wieder. Ja, aber mittlerweile ist das ganz ein Specht. Ja, und der Tiger ist mehr so ein Albtraummonster. Das ist halt eine Andi-Zeichnung, ne? Entweder nackt oder Albtraum. Oder beides. Ja, oder beides. Luca Ali, sich darüber dich. Lustig macht, über die Zeichnungen anderer. Mittlerweile. Tut mir leid, dass das das Format ist, Jay. Es tut mir echt leid. Mittlerweile tauschen Luca und Peter die Plätze. Ja, da mussten wir jetzt Martin zeichnen, ne? Oh Gott, das ist. Ich glaube, ich hoffe. Es tut mir jetzt schon leid, möchte ich festhalten. Hä? Ich weiß, was da los ist. Ach so. Also ich wusste, wie ich das darstellen sollte. Und ich dachte halt, Klick und der Schatten ist halt nicht so schnell. Alter, deswegen löst das nicht direkt aus. Aha, schön, dass man das erkannt hat. Ja, das wird aber... fotografiert jemanden auf dem Sessel von Gott. Auf dem Sessel. Auf dem Königssessel. Nee, das kommt da was ganz anderes raus, Jules. Das glaube ich. Das ist aber gut. Schon gut. Der Bart ist auch nur angeklebt, aber ist okay. Und sie mega warten. Fotografiert Brammen auf dem Game of Thrones Thron. So, was kommt? Oh. Wo? Ah ja, jetzt glaube ich. Alter, was ist das denn für eine Geburt der Hölle? Peter! Bram sieht aus wie so ein König. Der sieht exakt so aus, als könnte der Kopf so eine Playmobil-Figur sein. Das haben wir auswechseln, ne? Martin filmt Bram auf dem Beat of Swords. Ja, genau. Eigentlich, Peter, du musst Martin mit Brille malen. Ja, das erkennt man doch, der Bart. Aber der hatte eine Brille. Der hatte auch dass man das erkennt. Bart, Kamera, Baden, also wer soll es sonst sein? Warte auf, oder? 1A umgesetzt. Ein auf dem Ding sind. Mein Schatz. Wolkchen. Warum hält Martin eine Spraydose? Geil. Oh, jetzt wird nochmal Bram hat vorgegeben. Andi schnüffelt am Kleber und ist high. Oh, das ist in eine ganz falsche Richtung gegangen. Okay, das hat aber jemand sehr frei interpretiert. Ach so, oh mein Gott. Ach so, ja, ich weiß. Ich habe keine Ahnung, was, also... Was soll das sein? Hä, was ist das denn? Ich war nämlich auch richtig verwirrt und für mich war... Also für mich war es einfach... Was ist das da oben rechts? Was ist das für ein Tier? Wolken. Das fliegt gerade. Das ist ein Uhu wegen dem Kleber. Also das sieht halt einfach aus wie ein... Ach so! Ah, klar! Das sieht aus wie ein Pinguin, dem irgendwas aus dem Kopf rauswächst. So. Also du hättest besser Klaus Kleber malen können. Das ist stimmt. Ein Andi, sorry, dass ich da nicht drauf gekommen bin. Das tut mir leid. Ja, du musst aber kreativ sein. Das ist... Ja. Scheiße, ja, das hört sich 1:1 so an wie in dem Video. Aber voll! Volle Kanne. Oh Gott. Die guckst gelbe Vogelscheiße. Also ich finde das näher als Uhu. Alter. Ja, genau. Genau so sieht das nämlich aus. Wirklich. Bei den Bildern ist kein Unterschied. Ein geschnieft haben, Kacke. Oh Mann, oh. Oh Mann. Das ist eklig. Mein Gott, wie post das an die. Aber das geht jetzt auch eiskalt durch. Ich muss sagen, du kannst mir erzählen, was du willst, aber durch meine Beschreibung sind alle vier Bilder ungefähr gleich geworden. Du kannst mir erzählen, was du willst. Aber und nur durch Andis Bild. Oh. Luca. Also das ist ein Uhu, ey. Die Bilder sehen halt wirklich alle gleich aus. Ja. Andis erstes. Genau. Alles gleich. Oh, Scheiße.
Okay, gut. Ja, dann war der Gartic Phone sehr lustig. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao. Tschüss.